Kapitel 9. Und er rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren und sprach, lasst herzukommen die Heimsuchung der Stadt, und ein jeglicher habe eine Mordwaffe in seiner Hand. Und siehe, es kamen 6 Männer auf dem Wege vom Obertor her, das gegen Mitternacht steht, und ein jeglicher hatte eine schädliche Waffe in seiner Hand. Aber es war einer unter ihnen, der hatte Leinwand an und ein Schreibzeug an seiner Seite. Und sie gingen hinein und traten neben den ehernen Altar. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle am Hause und rief dem, der die Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite. Und der Herr sprach zu ihm, gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an die Stirn die Leute, so da seufzen und jammern über die Gräuel, so darin geschehen. Zu jenen aber sprach er, das X hörte, geht diesem nach durch die Stadt und schlaget drein, eure Augen sollen nicht schonen noch übersehen. Erwürget Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Weiber, alles tot, aber die das Zeichen an sich haben, derer sollt ihr keinen anrühren. Fanget aber an meinem Heiligtum. Und sie fingen an den alten Leuten, so vor dem Hause waren. Und er sprach zu ihnen, verunreinigt das Haus und macht die Vorwürfe voll Erschlagener, geht heraus. Und sie gingen heraus und schlugen in der Stadt. Und da sie ausgeschlagen hatten, war ich noch übrig. Und ich fiel auf mein Angesicht, schrie und sprach, ach Herr, Herr, willst du denn alle übrigen in Israel verderben, dass du deinen Zorn so ausschüttest über Jerusalem? Und er sprach zu mir, es ist die Missetat des Hauses Israel und Juda allzu sehr groß, es ist eitel Blutschuld im Lande und Unrecht in der Stadt. Denn sie sprechen, der Herr hat das Land verlassen, und der Herr sieht uns nicht. Darum soll mein Auge auch nicht schonen, ich will auch nicht gnädig sein, sondern ihr Tun auf ihren Kopf werfen. Und siehe, der Mann, der die Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite, antwortete und sprach, ich habe getan, wie du mir geboten hast.